Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute kommt noch einmal ein Bastel-Update zu den Scrap-Diva-Stanzen, die ich ja bekommen hatte. Und heute wird es schon so ein bisschen ja vorweihnachtlich eigentlich, aber ich glaube, ich habe das doch noch sehr sommerlastig gelöst, mein Thema. Und was das alles ist, bleibt dran! Fangen einmal an mit dem ersten Stanzenset. Das ist dieses hier. Und zwar ist das ein Lebkuchengesicht. Einmal ein ganz normaler Kreis. Dann hat man hier zwei Stanzen, die einen ja, Zuckerkreis darstellen. Ich habe die zusammengelassen, damit man dann einfach nur so eine Umrandung sich stanzen kann. Dann haben wir einmal eine große Schleife, ein paar Wimpern, dass dann das Lebkuchengesicht einmal die Augen geschlossen hat. Dann haben wir hier zweimal die Wangen. Und die kann man leeren, einmal hier oben mit so kleinen Kringelchen, dass das eben so bonbonmäßig aussieht. Einmal noch eine Nase und einen lachenden Mund. Das ist einmal diese Stanze dazu. Und ich habe einmal eine Karte draus gemacht. Und zwar sieht die wie folgt aus. Ich schüttel einmal die Füllung hier weg. Ich habe einmal hier mit diesen Bollblistern von Idee mit Herz gearbeitet, mit diesen leichten Kuppeln. Habe so eine süße Shaker-Karte draus gemacht und habe jetzt hier einmal mit dem Gesicht gearbeitet. Wie man einmal hier sieht, ich komme mal ein bisschen näher ran, habe ich jetzt einmal diesen Rand in Glitzerpapier ausgestanzt, einmal den Mund ganz in Pink gewählt, dann haben wir hier diese kleinen Wangen einmal unterlegt mit so ein bisschen lila Papier und ein bisschen Mintgrün drüber. Die Nase habe ich in rosa gemacht und einmal die Wimpern in so einem schwarzen Glanzpapier von Ideen mit Herz. Hier oben ist noch die Schleife einmal. Die habe ich hier so ein bisschen beglitzert und auch noch mal ein Steinchen mit drauf geklebt. Aber das ist einmal die erste Variante von diesem Lebkuchengesicht. Ich finde jetzt in meinen Farben sieht das Ganze gar nicht so lebkuchenmäßig aus, sondern einfach nur so ein bisschen niedlich, schön pink. Ich habe einmal hier unten drunter noch mit so einer Wolle gearbeitet. Die habe ich mal bei Teddy mitgenommen und hier habe ich auch einmal aus Wolle mir so ein Schleifchen gemacht, ein Blümchen dazu. Das Ganze ist hier so eine ja, Fotoalbum-Stanze, die ich genommen habe, die hinten drei Löcher hat. Das habe ich einfach nur zusammengebunden und habe jetzt hier noch, wenn man das aufklappt, einfach nur noch zwei Einleger mit reingemacht. Dann kann man hier seinen Text reinschreiben und dann reinkleben. Wenn sowas Dickes immer aufgeschlagen ist, dann lässt sich da ja nicht so gut draufschreiben. Aber das ist so die erste Variante von diesem Lebkuchengesicht. Ist halt sehr glitzerhaft. Sehr rosalastig, aber total niedlich. Und ich habe eben die Schickerfüllung auch ganz, ganz in Glitzer gemacht mit kleinen Diamanten mit Pailletten, die so holographisch glitzern. Hier habe ich noch Pailletten in Schneeflockenform überall einmal raufgeklebt, dass das alles so ein bisschen glitzert und ein bisschen ja winterlich eigentlich aussieht. So, dann kommen wir noch zu dem zweiten Projekt mit dieser Lebkuchenstanze. Ich habe einmal auch wieder hier gearbeitet mit den Bordürenstanzen von Scrap Diva Designs und zwar einmal mit dieser Stanze. Daraus habe ich mir eine große Rosette gemacht. So sieht das Ganze jetzt einmal wie folgt aus. Ich habe so einen großen Schüttelstab gemacht. Einmal, wenn man das umdreht, sieht man hier einmal jetzt die Rosette mit den drei kleinen Herzchen immer am Rand. Das ist eine schöne Form. Die habe ich einmal zweimal durchgekurbelt und dann zusammengeklebt und ich habe jetzt hier, wie gesagt, ja eigentlich ein Candy-Gesicht gemacht. Also nach Lebkuchen sieht es ja nicht aus. Habe auch einmal wieder diesen Rand in Glitzerfarben gewählt. Das ganze Gesicht ist einmal so ein bisschen mintgrün. Wieder diese süßen gekringelten kleinen Wangen, die Wimpern und den Mund. Dann habe ich noch so ein bisschen gelbes Pearl-Papier gehabt und habe einmal hier so ein Acrylmedaillon mir genommen. Jetzt seht ihr das von der Seite, dass das ganz dick ist und habe das eben auf diesen großen Kreis einmal mit drauf geklebt und habe noch eine Stanze immer, die so einen schönen Rand macht und habe das einmal noch umgeben damit, dass man hier so einen schönen Abschluss immer hat. Ich habe noch eine große Schleife ausgestanzt und mit drauf geklebt und habe hier vorne einfach als Center in die Mitte so eine Acrylblume. Ich glaube, die habe ich von Woolworth. Es geht einmal weiter mit einem Strohhalm, den ich hier befüllt habe mit ganz vielen kleinen Sequins, Perlen und Glitzersteinchen in den Farben wie dieser ganze Stab. Und dann habe ich das einmal hier verschlossen mit so einer kleinen
Styroporperle von diesen Mischungen, die man immer bei Teddy zu kaufen kriegt, einfach nur unten reingesteckt und dann hält das Ganze zu. Und deshalb habe ich die Farbe jetzt, wie mein Gesicht ist, so ein bisschen, ja, türkis mit drinne, bisschen dieses Gelb, holographisch. Habe noch einmal einen Anhänger mit dran gemacht, der auch schon sehr weihnachtlich ist. Hier so ein kleines Lebkuchenmännchen und noch zwei kleine Glöckchen habe ich noch mal dran gehangen in Goldfarben. Habe hier noch ganz viel Spitze mit dazu getan und ein paar Bänzel und habe jetzt hier einmal so einen lustigen Schüttelstab ausgemacht. Mit ganz viel Schickerfüllung und ganz viel Glitzer, auch wieder die Schneeflocken wie bei der Karte mit reingetan, dass es eben halt so was Frostiges, Winterliches hat. Nicht gerade Weihnachten, aber winterlich und frostig ist das für mich. Und das ist hier so ein liebes, nettes Gesicht, kann man mal irgendwo mit verschenken und dazu machen, so als Goodie. Ich finde es total niedlich. Ich liebe immer so eine Shaker-Stäbe zu machen. Die gehen relativ einfach. Ihr könnt ja mal sagen in den Kommentaren, ob ich da mal ein Tutorial machen soll, ob das jemanden interessiert, mit so Acrylhauben zu basteln und so eine Shaker zu machen. Es geht einmal weiter mit der kalten Jahreszeit. Und zwar haben wir hier einmal eine Memory-Dex-Stanze. Und zwar stellt das einmal eine große Marshmallow-Tasse dar. Das ist diese Memory-Dex-Stanze dazu. Und da ist ein Henkel dazu. Dann kann man das Ganze einmal als normalen Marshmallow einmal hier rauf tun. Also man könnte auch nur ein Marshmallow basteln. Dann hat man hier einmal eine Schokosoße, die Stanze, die man hier oben einmal so rüber machen kann. Auch wieder eine kleine Schleife mit dabei. Dann haben wir noch die Untertasse für die Tasse. Einen Löffel haben wir noch mit dabei. Nochmal einzeln das Ganze ohne die Memory Dex Funktion. Dann haben wir hier ein paar Wimpernpaare. Dann kleine Augen oder auch Wangen und ein kleiner Mund. Dann ist noch mit dabei eine Zuckerstange, womit man einen Shaker machen kann oder eben auch das leeren kann, das Ganze. Und ein kleiner Mini-Marshmallow, auch mit einmal Schokosoße auf dem Kopf. Und ich habe das jetzt auch gar nicht so weihnachtlich gemacht, sondern eher so ein bisschen bunter. Ich fange einmal mit der ersten Variante an. Und zwar ist das bei mir alles ganz rosa geworden. Ich habe einmal hier so ein kleines Marshmallow-Mädchen gemacht. Ich hatte mir letztens selber Papier gemacht und embossed mit so Seifenblasen. Das habe ich jetzt hier einmal genommen, weil das so niedlich ist und so dezent ist. Hier haben wir einmal den kleinen Marshmallow. Habe ich nur mit Glitzerpapier die Soße einmal hier gemacht und so ein kleines Herz noch drauf geklebt. Dann habe ich einmal hier den Löffel hier so außen dran geklebt und habe auch ein paar Paletten mit drauf geklebt und die nochmal zusätzlich beglitzert. Dann einfach hier noch so ein Sticker hatte ich noch, so ein Puffy-Sticker als Herz oben. Und einmal die Soße von dem Marshmallow habe ich einmal hier mit weißem Glitzerpapier gemacht. Diesen Glanzpapier von Idee mit Herz. Das ist echt schön. So sieht das aus, als ob da eben so weiße Schokoladensoße auf meinem Marshmallow runterläuft. Die Augen einmal ganz lachend. Den Mund habe ich hier noch angemalt mit Ziegellack, damit er glänzt. Und hier habe ich auch wieder den schwarzen Karton von Idee mit Herz genommen. Dieser schöne Glanzkarton. Hier noch eine Schleife in so einem coolen holographischen Design, noch so ein Herzchen und ich habe jetzt hier einmal eine Box noch hinten dran gemacht und dann kann man da eben halt ein paar Goodies reinmachen, wie zum Beispiel auch kleine Marshmallows in der Tüte und kann das verschenken. Und zwar kann man diese aufmachen und dann kann man da was reintun und habe hier jetzt auch noch einmal die Schleife hinten mit drauf gemacht und ein Steinchen. Dann kommt das noch mal so ein bisschen wieder und sieht nicht so langweilig aus. Ich habe die Box hier unten so ein bisschen versetzt hingeklebt, nicht ganz bündig am Rand und dadurch kann man das jetzt so ein bisschen hinstellen und dann fällt es nicht von alleine um. Das ist, glaube ich, ganz niedlich. Dann kann man das so verschenken und hinstellen. Meine zweite Variante ist auch noch einmal sehr rosalastig. Hier habe ich jetzt allerdings einmal mit dem Teller hier einmal unten gespielt. Auch wieder nochmal selbst embosstes Papier. Hier habe ich mir jetzt einmal die Wimpern genommen von der anderen Lebkuchenstanze, die ich euch gerade gezeigt hatte. Habe hier oben einmal auch jetzt extra bei der Schokosoße hier, bei der weißen Schokolade hier mit Glitzer gearbeitet, noch ein Steinchen draufgeklebt in der Farbe wie die Tasse und mit Glitzerstein gearbeitet und hier auch wieder alles ein bisschen beglitzert. Hier habe ich einmal diese Mini-Marshmallows einmal oben, einmal
noch mit gegengeklebt, dass sie so aussehen, als ob sie aus der großen Tasse einmal so ein bisschen mit rausgucken und ein paar Gesichter mit draufgemalt. Und habe auch hier hinten einmal wieder die kleine Box gegen gemacht, dass man das Ganze hinstellen kann. Und damit das eben so ein bisschen sommerlich ist, habe ich noch einfach gelbe Blümchen dazu gemacht, passend zu diesen gelben kleinen Sternchen und Kreisen, die auf dem Papier sind. Das habe ich mit Embossingpulver gemacht. Das ist einmal noch die zweite Variante dazu. Und dann kommen wir noch einmal zur Memory Decks Version. Das ist einmal ein bisschen größer geworden jetzt. Das habe ich mir zweimal ausgestanzt und habe das einmal in der Mitte hier mir so einen schmalen Streifen gemacht, damit es eine kleine Box geworden ist. Hier habe ich einmal mit so schönem farbigen Papier gebastelt. Hier ist einmal die Schokosoße, einmal mit Glitzerpapier, auch wieder die Schleife in Glitzerpapier. Hier habe ich noch ein anderes Steinchen so gegengeklebt. Die Wimpern einmal so andersrum, ohne Augen, dass auch die Augen zu sind. Den Mund habe ich ganz klassisch in Rot gemacht und habe hier auch einmal den Unterteller gemacht und alles auch wieder beglitzert. Glitzersteinchen. Ich habe noch einmal wieder diesen kleinen Marshmallow hier wiedergegeben und habe auch den Löffel einmal einzeln ausgestanzt gehabt. Hab noch den mit Schaumgummi ein bisschen stabiler gemacht. Andere Seite ist der einmal hier in so einem matten Silberlook. Und ich habe einmal noch zwei schicker gemacht mit diesen süßen Zuckerstangen. Einmal in rosa Glitzer und einmal in blau Glitzer. Ich habe als Hintergrund mit Silberpapier gearbeitet und habe jetzt hier nur so eine ganz dezente, glitzerige, ja, Schickerfüllung reingemacht und hier nochmal zwei kleine Schleifchen raufgeklebt, damit das so dezent ist. Aber die glitzern jetzt so wunderbar und sind ganz schlicht geworden, passend eben zu dieser kleinen Tasse. Und dann kann man hier was reintun, so als Box, und kann dann eben hier die beiden Zuckerstäbe reintun und den Löffel. Dann ist das hier so ein ganzes Set und dann kann man das eben so auf einen Memory Decks mit geraden Schienen kann man das dann einmal aufmachen. Das ist diese Variante, einmal das komplette Set dann alles einmal zusammen geklebt und einmal gestaltet. Ja, dann sind wir heute schon am Ende hier einmal von meinem Bastel-Update. Hier noch einmal alles so in der Übersicht. Die beiden Stanzen-Set, die kriegt ihr bei Scrap Diva Design zu kaufen. Den Shop verlinke ich euch einmal in der Videobeschreibung und auch die Stanzen dazu. Genauso verlinke ich euch einmal noch den YouTube-Kanal von Scrap Diva und ihren neuen Instagram-Account. Da könnt ihr mal schauen. Da sind auch immer andere viele Beispiele, was dann die ganzen Künstler damit so basteln mit den Stanzen oder was anderen Leuten da so zu einfällt, immer sehr inspirierend, kann ich nur empfehlen. Ja, und dann lasst mir noch gerne einen Daumen nach oben da und alle, die mich noch nicht abonniert haben, abonniert meinen Kanal, gibt immer wieder was Neues und ich sag Tschüss, bis zum nächsten Mal.